Okay, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Uff. Ich heiße Ulf. Florian, du hast in deinem Aufsatz geschrieben, du hörst gern Metal und spielst gerne Shooter. Du weißt schon, dass ich dich jetzt im LKA melden muss, oder? Kleiner potenzieller Amokläufer, du. So viele Deutsche hier. Ist das die 12B oder die HJ? Ja, heute reden wir über den Zweiten Weltkrieg. Florian, das ist doch ein tolles Thema für dich. Frag doch mal deine Oma, was sie sich dabei gedacht hat. So, wir fangen wieder mit der Anwesenheitsliste an. Kala Schorba. Kala Schorba. Meinen Sie Carla Schubert? Ja, ich sehe hier gerade auf der Liste Uta, Udo, Ute, Ulla, Uli, Ulf. Wollt ihr mich verarschen oder was? Glaubt ihr etwa, ich merke nicht, wenn ihr mir irgendwelche ausgedachten Hobbit-Fantasy-Namen aufschreibt? Und? Wo ist Gandalf? Oder hier Frodo oder wie hieß dieser andere? Dann Hola Filipino. Hola Filipino. Olaf Phillips heiße ich. Wie heißt du? Olaf Phillips. Melanie, ich habe gehört, bei euch zu Hause wird Schwäbisch gesprochen. Kannst du uns was auf deiner Sprache sagen? Nein. Krass, richtig gut. Okay. Dann Sahwin Aserbaidschan. Sahwin. Sven Asbacher ist krank. Simon. Simone. Kommen deine Eltern zum Elternsprechtag? Wobei, wahrscheinlich kommt eh nur einer, weil die sind bestimmt schon geschieden. Ist ja üblich so bei euch, ne? Egal. Okay. Sven Asbacher. Sahwin? Ja, ihr hattet schöne Ramadan-Ferien gehabt. Ach, übrigens, Tobias, ich habe mitbekommen, du möchtest Heiligabend frei haben. Musst du wissen, weil an dem Tag schreiben wir eine Klausur. Just saying, ne? Immer diese Extrawurst. Okay, und dann habe ich noch Jalaluddin Abdurrahman ibn Qasim al-Sabun, ja Fatah, ja Raziel. Wer ist das? Hier. Dankeschön. Und dann kommt so ein Jochen an die Tafel und ich denke, Scheiße, die Kreide ist dunkler als du. Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich eine 6 gegeben. Ey! Ihr seid verdammt noch mal zu leise. Lauter, das ist eine Pause, verdammt noch mal. Echt? Heute in der Biologiestunde das Thema Hautkrebs. Simon. Simone. Komm mal bitte nah ran. Also, Simon ist sehr blass und verbrennt schnell in der Sonne. Welchen Lichtschutzfaktor braucht Simon? So hoch wie geht. Geben. Gut. Okay, wer die Antwort weiß, der meldet sich. Aber die Deutschen bitte nicht zu eifrig, if you know what I mean. Übertreib nicht Es so. War aber so. Nein, es ist einfach viel So, zu was ist hier viel. los? Er hat mich scheiß Nazi genannt. Und was ist das Problem? Er hat scheiß Nazi zu mir gesagt. Ja. Ich höre dich, ich sehe dich, ich verstehe es nicht. Also, liebe Klasse, heute heißen wir Anja willkommen. Sie ist aus einem Dorf aus Bayern geflüchtet und sie kann noch nicht so gut Hochdeutsch. Stimmt's, Anja? Ich bin nur hergezogen. Hergeflüchtet. Nee, umgezogen. Ach, umgezogen heißt das bei euch. Interessant. Das Wochenende wäre einfach super Bombe, ich kann dir nur sagen. Du musst ja nächstes Mal mitkommen, wir vom Ultima treffen. Also. Ja, ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst und das stört mich. Auf dem Schulgelände wird nur Deutsch. Oder Türkisch oder Arabisch gesprochen. Ne? Tom? Tamam. Alles klar. Ja, letzte Woche gab es wieder einen rechten Anschlag auf Flüchtlingsheime. Florian, möchtest du etwas dazu sagen? Entschuldigung. Ich distanziere mich davon. Gar nicht. LKA. Ja, Achim, leider 5 Minus. Brauchst aber nicht traurig sein. Fremdsprachen liegt euch halt nicht, ne? So, wie shit, das. Es muss mit. Naja, thank you for traveling with Deutsche Bahn, ne?
Und deshalb gab es nach dem Zweiten Weltkrieg kaum noch jüdisches Leben in Deutschland. Aber wieso? Ja, wieso? Florian, warum? Hm? Erklär doch mal! Denkt daran, nächste Woche haben wir unser gemeinsames Klassenfrühstück und da können die deutschen Schüler etwas aus ihrer Kultur mitbringen. Achim, Königsberger Klopse, Senf, Eier, Beef. So, wir spielen nochmal zum Wachwerden der Runde. Wer hat Angst vor dem weißen Mann? Uff, wir fangen mit dir an. Also er hat auch gesagt, dass alle in meiner Familie Nazis wären. Och komm, also der Mohammed, der meint das wahrscheinlich nicht so. Und aller Wahrscheinlichkeit nach waren deine Großeltern auch Kriegsverbrecher. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr noch in der Schule gemacht habt. Ansonsten geht's hier zum Abo und die Glocke ganz fest drücken, damit kein Video verpasst wird. Da geht's zum letzten Video, zu einem Video von Mr. Wissen2Go. Machtmissbrauch, wenn Lehrer Schüler mobben. Okay, und dann ein Video von uns, wenn Migranten das sagen, was Polizisten sagen. Toll. Ding.